So, hi. Nochmal alle. Mach mal wieder ein kleines Video. Tja, was soll ich sagen? Ich hatte immer das, den kleinen Skoppers. Habe ich ja zwei von dem Becken. Der kleine, muss ich sagen, der ist relativ schnell gewachsen. Da ist da hinten, der linke. Der ist sehr schnell gewachsen. Wenn man bedenkt, dass der hier, den ich da gerade filme, schon seit einem Jahr im Becken ist und eigentlich von der Größe her gleich geblieben ist. Naja, wie auch immer. Seitdem die auf jeden Fall jetzt ungefähr gleich groß sind, ich sitze hier wieder, muss ich sagen, sind die Streitereien, die haben immer so ein bisschen kleine Streitereien gehabt. Also eigentlich, der Kleine hat halt so sein Territorium verteidigt. Ich meine, das machen die ja, wenn sie nur mal klein sind. Und ja, seitdem die praktisch gleich groß sind, ist das weg. Kann ich wirklich sagen. Dann habe ich noch gestern mal ein paar kleine Ableger gemacht. Habe heute schon zwei, drei verkauft. Halt von den einfachen Korallen. Montipora digitata ist halt eine sehr einfache Koralle. Die wächst mir wirklich unglaublich, wie die wächst. Und dann noch eine Stellata. Und hier die Clavularia. Das ist einer Lippfisch, den habe ich aus dem Meer hier, aus dem Atlantik gefangen. Und ja, die machen sich auch ganz gut. Die wachsen aber nicht, aber auch sehr schnell. Dann hatte ich mal einen Ableger gemacht von der Tubipoda Musica. Erste Mal. Habe ich schon heute Morgen schon verkauft. Sind schon wieder weg. Da liegt jetzt schon neuer. Den muss ich noch mit dem Zement einzementieren. Nehme ich mal ein bisschen Stein, den Zement von Aquaforest. Und ja, dann tue ich die halt so da reinsetzen, 10 Minuten warten und dann kommen die wieder ins Wasser. Ansonsten kann ich jetzt mal ein bisschen länger filmen, weil ich nämlich mehr Speicherplatz im Handy habe. Ansonsten muss ich sagen, die fängt sich gerade langsam an zu teilen. Hinten hat sie auch schon zwei kleine Babyscheiben Anemonen gemacht. Das freut mich natürlich. Da hinten habe ich eine Acropora mal hingesetzt. Aber die zeigt irgendwie ihre Polypen nicht richtig. Er ist aber auch erst seit, na, so seit 10 Tagen oder so 2 Wochen im Becken. Mal gespannt, wie die sich macht. Aber wie gesagt, mein Becken ist ja nicht unbedingt ideal für Akroporen. Ja, der hier, der Borstenzahn, den habe ich jetzt seit 2 Monaten im Becken. Ja, der ist irgendwie sehr krank. Der zeigt noch nicht seine Farbe. Er frisst zwar fleißig, aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ihm geht's gut. Weil der hat noch ein bisschen Kryptokan hat er an der rechten Seite, hat er noch so eine kleine Wernet-Verletzung. Also das ist ein kleiner Fleck. Ich kann ja auch leider nicht richtig, ja, weil er sich extrem schlecht filmen lässt. Angst hat er keine mehr, sonst ist er selber direkt abgehauen. Das haben ihm wohl die anderen Fische gezeigt, dass er bei mir keine Angst haben braucht. Ja, wenn ich immer so am Zoomen bin, das ist, weil ich halt versuche mal das direkt zu fokussieren alles. Ansonsten habe ich die Strömung mal ein bisschen runtergenommen. Ich muss sagen, irgendwie stehen dadurch die Korallen besser. Wenn da so viel zu viel Strömung ist, das ist auch nichts. Ich habe gestern noch mal ein bisschen zementiert. Habe ich noch so ein paar Zoas hier bekommen, beziehungsweise gekauft. Boah, die Scoppers, die sind so, das sind so schöne Tiere. Ich liebe die Scoppers. Und seitdem ich die zwei Hawaii Dogs habe, muss ich sagen, ist der größere, ey, der ist sowas von viel entspannter und überhaupt nicht mehr aggressiv. Der war vorher, als er alleine war, weil er so ein aggressiver
Fisch. Und seitdem der einen anderen Skopper hat, ist der absolut gut drauf. Dann habe ich gestern noch meine. Ich filme mal von der Ecke hier, weil ich sonst immer wegen dem Licht. Meine Gorgonie und die Singularia, wie man da sieht, die verstehen sich gar nicht. Die Singularia ist die Gorgonie nur am Nesseln. Also hätte ich nicht gedacht, dass Weichkorallen doch so aggressiv sein können, da wundert man sich. Ich dachte immer, die wären eigentlich relativ lieb. Dann habe ich noch halt hinten eine Montipora samarensis, das ist die da hinten, gestern da hingeklebt. Ich weiß, die hat normalerweise eigentlich viel zu wenig Licht da hinten. Aber ich probiere das einfach mal. Ich bin ja immer am Testen. Was sehr schön steht, muss ich echt sagen, ist meine Tridactna. Der das. Also die hat echt krasse Farben bekommen. Also wenn man bedenkt, wie war vorher, war die so bräunlich. Bräunlich, hat sie, ist richtig blau geworden, richtig schöne Farbe bekommen. Das ist die Montipora Rainbow. Hab ich einen Ableger gekauft. Da muss ich aber noch wissen, wenn man noch einen Platz finden. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinsetzen soll. Ja, ansonsten, ach, den habe ich auch noch hier. Das sind ja, wie die heißen, keine Ahnung. Palitoa-Art. Aber was das genau für welche sind, müsste ich mal nachhaken. Oh, die Fische, ey. Die sind sowas von Kamera geil. Ja, gut. Was ich noch zurzeit fütter, oder beziehungsweise beigebe, ist das Easy Booster. Von Easy Reef, also von dem Mastic-Hersteller. Einmal am Tag laut sollen die, das soll man das immer steigern. Ich steigere das nicht. Ich gebe immer die gleiche Menge dazu. So 2, 3, 4 Milligramm. 2 Milligramm oder 3, so, das reicht. Man muss das nicht übertreiben. Also ich habe gestern mal noch einen großen Wasserwechsel gemacht von 80 Liter. Und also ist bei mir groß, weil normalerweise wechsle ich nur 20 Liter die Woche. Und da habe ich mir gedacht, komm, mach mal einen großen Wasserwechsel. Dann filter ich zur Zeit, habe ich ein bisschen, habe ich den tue ich schon mal rein und mal raus mit Aktivkohle. Mache ich so, ja, so nach Gefühl. Weißt du, wenn ich so einen Wasserwechsel mache die Woche und dann sehe ich, dass das Wasser ein bisschen gelber geworden ist, dann haue ich ein bisschen Aktivkohle rein, die zieht ja die Gelbstoffe raus, dann ist das Wasser wieder schön klar. So, haben wir fast 10 Minuten wieder rum. Also ich sag mal, dafür, dass das Becken jetzt, was weiß ich, 7 Monate steht und ich wirklich nicht wirklich viel Geld ausgebe an Ablegern und so, ist das echt. Und wirklich Technik habe ich ja nur an Abschäumern, sonst habe ich ja nichts. Das ist echt witzig. Und halt gute Pumpen und ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr Licht haben. Müsste eigentlich da zwischen den zwei Radien müsste ich noch eine reinmachen. Das werde ich auch noch irgendwann mal machen. Wie man sieht, hier. Technik habe ich nix.
Da ist nun mein Akku-Pack. Und nachher ist das die Carbon-Dings. Dann habe ich noch den Absorber. Aber ich habe mal Silikat, hatte ich ja vor einem Monat relativ hoch. Und habe ich eben mal gemessen. Und Tropic Marine. Und ist hier bei 0,05. Da sieht man, das ist okay. Ja gut, das war's schon wieder mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, die denken, es gibt jetzt was zu fressen. Vielleicht gibt es auch ein bisschen was. Macht's gut und bis irgendwann nochmal in die nächsten Pausen. Ciao!